Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim, nicht von Alexi Bexi gespielt, den ich gerade eben sehr schlecht imitiert habe, aber naja, ich habe heute so einen Tag, wo meine Stimme scheiße klingt und deswegen, ach Kedos, deine Stimme klingt doch nie scheiße. Dankeschön, Tobi, das war wirklich nett von dir. Wir sind hier bei diesem ollen Drachen, der irgendwie der Meister der Graubärte ist, auf diesem tollen Berg hier und der saftet und der blutet, weil ich ihm gerade eben Feuer, oder beziehungsweise in der letzten Episode Feuer in die Fresse gespuckt habe. Das hat mir jemand noch so nachträglich erklärt in den Kommentaren, dass das daran liegen könnte, habe ich jetzt spontan gar nicht so dran gedacht. Ein creepy, extrem creepy. Einen weiteren Kommentar, den ich vorgefunden habe, war derjenige, dass ich doch bitte mal mehr Nebenmissionen machen sollte. Und es gibt einen Grund, dass wir hier gerade eben so untätig rumstehen, und zwar, ich möchte kurz erklären, nö. Ich habe mir das eigentlich erst vorgenommen, aber gerade eben saß ich so vor meinem Rechner und dachte mir so, ich habe ja schon mal wieder Bock auf Skyrim, aber so langsam sinkt doch schon auf Dauer die Langzeitmotivation runter. Das heißt, wir ziehen jetzt noch definitiv die Hauptstory durch, das ist ja ganz klar, denn ich möchte das Let's Play nach 50 Folgen logischerweise auch dann komplett beenden. Dankeschön fürs Reinräuspern. Aber ob wir noch viele Nebenmissionen machen werden, weiß ich nicht. Wenn uns irgendeine coole über den Weg stolpert, dann bestimmt. Wenn ich danach noch Bock drauf habe, dann auch bestimmt. Aber primär ist jetzt mein Hauptstory angesagt, weil ich auch mal Platz schaffen möchte für ein neues, großes Haupt-Let's Play auf dem Channel. Das müsst ihr dann an der Stelle auch einfach verstehen und hinnehmen, denn ansonsten hacke ich euch die Zehen ab. Und das tut weh. Aber ich habe euch ja noch was anderes versprochen, und zwar, dass wir hier runterspringen. Und das möchte ich natürlich einhalten, ne? Hoppidi hopp. Ja, runterspringen, aber richtig. Ja. Ja, nicht so, mein Grütze, das ist ja gar nichts. War jetzt nicht so geskillt, wie ich es gedacht hatte, deswegen probieren wir das mal nochmal anders. Moment. Wir wählen nämlich unseren Wirbelwindsprint aus. Hallo? Kurz mal vorsprinten. Genau, dankeschön. Und dann müsste das eigentlich gehen, wenn wir... Nicht so. Moment. Ich mach mal so. Jetzt warte, wir müssen einfach nur einen Vorsprung finden, an dem wir wirklich gut abspringen können. Das sieht doch gut aus. Ja, guck mal einer an. Dann landen wir schon ein bisschen freundlicher. Also was ich schön mache, ja guck mal, genau vors Tor. Bombending, oder? Bombending, möchte ich behaupten. Also, ich weiß gar nicht mehr, was der Auftrag ist. Wir haben lange nicht mehr gezockt, das gebe ich mal wieder zu. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Tut mir tierisch leid in dem Punkt. Ich möchte das ja nicht immer so lange ausfallen lassen. Aber aus irgendeinem Grund, das habe ich aber glaube ich auch schon irgendwie jetzt zuhauf erwähnt, die Let's Plays haben ja nicht mehr primäre Funktion auf dem Channel. Also, da ist ja nicht mehr der Fokus drauf, sondern eher so auf den anderen Formaten. Ich möchte das trotzdem nebenher mal so ein bisschen regelmäßiger bald wieder bringen. Denn was ich jetzt eigentlich machen soll, ist optional, sprich mit S-Bern und optional, sprich mit Angier. Warum muss ich, also das ist, wenn ich mich mit den Graubärten absprechen will. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich scheiß auf, aber nee, ich muss ja mit denen sprechen. Natürlich, mit einem von beiden muss ich sprechen, Espern oder Angier. Wir entscheiden uns da einfach spontan, ne? Ich würde mal sagen, wir entscheiden uns spontan. Als der Welt, ich möchte eigentlich lieber nach... Waldheimer Türme. Was ist denn das? Reiß da mal hin. Ich weiß, das ist 2 Meter entfernt, aber das Schnellreisesystem ist einfach so... unglaublich spannend, ja, hier, weil da steht ja, jene, die an der Magiekunst interessiert sind, sollten einen Beitritt in die Akademie, blablabla. Wir sind in Scheiße gelandet. Also jetzt nicht direkt in Scheiße, aber... Ja, lass mich wieder nach Hochrottgard. Dankeschön, da fand ich es eh schöner. Jetzt sind wir irgendwie wieder am Fuß des Berges, hä? Da wollte ich doch gar nicht hin. Mann. Hier sind wir richtig, da sind wir daheim, da bin ich daheim, das ist prima, viva Colonia, und rein, öffnen Hochrottgar, bitteschön. Ja, mein Kürzi, da steigt der Staub nach oben auf, und was haben wir denn jetzt genau hier vorzufinden? Hallo. Vielleicht steckt er da hinten und holt sich, beziehungsweise tanzt gerade im Limbo. Dovaki. Halt die Fresse! Immer wenn du redest, wackelt alles. Ich hab kein... Ich dachte gerade, ich mach was kaputt. Hallo? Das ist ja witzig. Ja! Ich hab den Boden angebrannt. Da musst du nicht gleich reinrennen, nur du es mal heiß magst, Lydia. Ja, ich weiß schon. Alles klar. Jetzt muss ich aber echt mal gucken hier gerade eben. Ist auch schon wieder, ne? Lange keine Let's Plays mehr aufgenommen hier, Kollege. Eher so angespielt, ne? Da ist immer noch alles neu und frisch. Wenn alles alt ist, dann wird's lame. Was muss ich hier machen? Nix. Ich spring mal ins Feuer.
Because he's walking on fire. Nein, tut er nicht. Ich möchte mal nicht wieder jeden aufwecken hier durch das Gesinge. Ich glaube, das ist echt... Also ich freue mich echt auf den Dachboden, ne? Allein auch schon so aus menschenwürdestechnischen Gründen, dass sich immer alle Menschen hier in dem Haus, die eigentlich schlafen wollen, sich diese Scheiße geben müssen. Da geht's... Ich muss in den Hof, oder? Die stehen bestimmt im Hof. Jetzt müsste man halt nur rausfinden, wo es nochmal zum Hof ging. Denn ehrlich gesagt ist mein Gedächtnis in solchen Sachen wohl nicht sonderlich geil. Hier? Ja, guck mal, hoch, Rottgar, Innenhof. Man muss einfach nur durchlaufen. Wer hätte es erwartet? Und... Was? Ey, wo steckt denn der alte Schlingel? Tausendmal rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich fühle mich nur nach 10 Stunden Sex. Da kann ich nur zu sagen, ey, hau mir eine runter. So. Mach das mal weg hier, das wirkt ein bisschen aggressiv, glaube ich. Da gibt es wieder irgendwelche tollen Bücher. Wo schlafen die eigentlich? Hier, oder was? Es sieht stark danach aus, als würden sie hier schlafen. Die alten Graubärte. Ich entscheide mich jetzt übrigens nicht, mit wem ich rede. Ich rede einfach mit dem Erstbesten, der mir irgendwie unterkommt. Ist das... Oh, guck mal. Hä? Da war ich doch gerade drin. Sag mal, will mich der Scheiß eigentlich offen? Brüllt er da rum? Was macht er da draußen? Meditieren. Oh, ganz schön schwächlich hier. Ihr habt also mit Paturnax gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Also, das, was wir jetzt hier gerade eben tun, ist, glaube ich, eine Entscheidung in der Storyline. Also, wir können jetzt eher entweder mit dem sprechen oder mit Esbern. Der hier hat aber den gleichen Bart wie wir, deswegen reden wir mit ihm. Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Ich brauche die Schriftrolle der Alten, wisst ihr, wo ich sie finden kann. Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Ob du nah, sprich mit Agir, blablabla. Ja, okay. Gibt es einen anderen Weg, Alduin zu besiegen? Würde mich mal interessieren. Vielleicht nicht. Aber dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, das kennen wir doch, glaube ich, schon. Das kennen wir. Dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neugeboren werden. Das kennen wir alles, aber das wollen wir ja nicht. Ich frage mich gerade eben, ob man wirklich am Ende die Entscheidung hat, die Welt hier einfach abkacken zu lassen. Ich rechne irgendwie schwer damit. Okay, jetzt mal gucken. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Zur Winterfeste. Und das ist natürlich da oben. Waren wir da schon mal? Ich habe diesen Ort noch nicht entdeckt. Klasse, das heißt, wir dürfen hier durch die Gegend laufen. Allerdings waren wir auch noch nicht in... Ey, was? Stelle! Ach, guck mal. Gut. Wir laufen natürlich zu Fuß, ja. Also das wird immer noch gleich bleiben. Ich möchte immer noch ein bisschen so Skyrim erkunden. Wir nehmen da jetzt nicht einfach nur so eine langweilige Kutsche. Das fände ich total boring, ja. Total unexciting. Deswegen schnappen wir uns auch mal den Weg hier hin. Einfach geradeaus. Und zwar mit vollem Tempo. Hier wird gesprintet wie nix und Feuer in die Luft gespeit, was jetzt irgendwie nicht mein Sinn war. Ich dachte eigentlich, ich hätte den Wirbelwind-Sprint noch aktiviert. Aber das war wohl beim alten Speicherstand. Muss ich hier eigentlich durch, oder was? Oh, das erinnert ja kein bisschen an Game of Thrones. Nein! Null, obwohl ich ja niemandem jetzt irgendwelche Kopiervorwürfe vorwerfen möchte. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey,
Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Münze für kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein, ich finde euch eigentlich ganz sympathisch. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Oh, so schmeichelhaft. Wir werden jetzt hier mal so ein bisschen, ne, die Fäuste in die Hand nehmen und unsere nordischen Muskeln spielen lassen. Denn es sah ja so aus, als hätten unsere Stammesbrüder euch behelligt. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Naja, ich gehe hier mal zurück und kümmere mich mal um diesen ollen Rolf. Wo ist der denn langgelaufen? Das die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich... Ja, jetzt halt mal die Klappe hier mit deinem Kapitän. Wo ist denn der hingelaufen, dieser Alte? War das der gerade eben, der mit denen geredet hat? Ich würde mich dem... Münze für eine arme alte Frau entbehren, mein Herr? Ja, ist ja jetzt okay, hier. Könnt ihr eine Münze entbehren? Da. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, und jetzt ist auch wieder gut. Der labert mich doch nicht andauernd zu. Und ich möchte auch kein besserer Taschendieb werden. Dankeschön. Haus Kerzenschein. Eigentlich bin ich hier nur auf der Durchreise, ne? Möchte ich mal so nebenbei anmerken. Das heißt, hätte ich den Rolf jetzt getroffen, hätte ich ihm wohl auf die Fresse geschlagen. Ich war einer der besten Soldaten. Weil natürlich Rassismus auch in Videospielen nicht geht, ne? Ist Shit irgendwo. Aber wie gesagt, Durchreise. Wir wollen... Du bist ein Gangster. Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft... Ich glaube, hier kommt man gar nicht durch. Bin ich jetzt ein bisschen dumm? Bin mir sogar ziemlich sicher, hier kommt man nicht durch. Ich muss einfach außen rumlaufen. Ja gut, dann ich mach das jetzt so. Zurück und ich laufe außen rum. Wir schauen uns das gar nicht weiter an, ja? Wir schauen uns das gar nicht weiter an. Nein, wir rennen total ignorant durch die Gegend, denn so spielt man Rollenspiel nach neumodischem Denken von mir. Nee, also ist jetzt natürlich nicht hier der Sinn der Sache, hier wirklich einfach nur alles vorbeizurennen, aber ich habe ja gerade eben erklärt, wieso ich da jetzt so ein bisschen Tempo mache. Für mich ist es so langsam genug. Einfach genug. Da oben ist eine Statue, oder? Und ein Schwert, das in der Luft schwebt. Beides irgendwie ein bisschen suspekt, möchte ich mal behaupten. Wir sollten mal vielleicht wieder unsere Waffen auswählen. Was haben wir denn? Wir haben die gewetzte alte Nordstreitaxt. Und wir haben da vorne nämlich gleich irgendwelche Gegner, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ah, übrigens, nicht sauer sein, was diese kleinen Lecks zwischendrin immer wieder angeht. Ich habe das schon tausendmal erklärt. Das liegt einfach daran, dass das Spiel irgendwann mal nachladen muss. Gehe ich jedenfalls mal spontan von aus. Anders könnte ich es mir nicht erklären, denn sonst würde es ja nicht dauerhaft so flüssig laufen zwischendrin. Und jetzt... ein Drache. Ich mag die Drachen nicht. Mal gucken, ob ich da vorbeilaufen kann oder wirklich eigentlich durch die Stadt müsste. Fände ich ehrlich gesagt sehr unsympathisch. Ich fände es auch ebenso unsympathisch, wenn uns gleich der Drache da wieder behelligen würde. Aber wir müssen mit beidem rechnen. Wie kommen wir jetzt an dieser Stadt vorbei? Da gab es doch bestimmt eigentlich einen zweiten Ausgang. Den ich aber gar nicht finden möchte. Ich möchte ja irgendwie einen... Hier geht's dann... Ey, ich bin irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch heute. Jetzt lass mal gucken. Haben wir nicht irgendwie noch eine andere Möglichkeit, da hinzukommen? Irgendwie war ich schon in Dämmer. War ich auch nicht, Alter. Wir laufen jetzt komplett über die Berge. Wir gehen ans Ustengraf. Ey, das ist eine Folge, in der ich nur versuche, irgendwie so einen scheiß Navi einen Weg zu finden. Das muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Hier sind anscheinend Gegner. Ja, Kumpel. Ja, das ist doch mein Pferd, Dendro, mein Gott. Sorgfräse. Gut, anscheinend reicht ein so ein Feuerding aus, um die Typen gleich zu töten. Aschehaufen. Ach, stimmt. Die werden ja immer zu Asche. Das habe ich ganz vergessen. Oh, armes Pferd von Kedos, das immer noch keinen richtigen Namen hat. Habe ich ihm mal einen Namen gegeben?
Kein Plan. Also, jetzt immer schön der Missionsmarkierung nach. Das wird jetzt zwar ein deutlich längerer Weg, aber es wird bestimmt die Leute freuen, die noch... Es wird bestimmt die Leute freuen, die noch ein bisschen mehr vom Let's Play haben wollen. Das wird nämlich möglicherweise schon unsere letzte längere Reise, die wir unternehmen werden. Und so wie ich das kenne, dauert das auch nicht so lang. Obwohl, da hinten ist eine abgebrannte Hütte, aber ich bin mir... Kenne ich die schon? Es gibt so viele abgefuckte Hütten in Skyrim. Warum eigentlich? Musst du nicht immer alles abbrennen? Vor allem die Betten, was hat denn das für einen Sinn? Ah, das soll bestimmt so eine Anspielung sein. Hier war ein Drache. Oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ich sehe schon. Spannung kommt auf uns zu. Alduin, der böse... Ja, natürlich. Okay. Wer hätte es anders erahnen können? Fliegt er weg oder kommt er auch mal wieder? Sollte man nur... Ach nee, guck da. Hallo, du kleine Kochonis. Tabrina Samantha. Blutrache. Ja. Ja, ich hab doch gerade auch was angegriffen. Hallo. Warum ist der eigentlich so mies texturiert? Was, hä? Warum sieht der so aus? Man kann die Texturen nicht speziell für die Drachen runterstellen. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber das geht doch eigentlich nicht, oder? Was für ein Scheiß. So ein bisschen Kartoffeln für zwischendurch, ein bisschen Mette, ein bisschen Tomate. Warum? Das ist total creepy. Hallo? Mal ganz im Ernst, warum sieht der gerade eben so aus? Soll ich mal heilen hier? Das verstehe ich gerade eben absolut gar nicht. Das ist wirklich das Komischste, was ich je hatte. Das ist kein Blutdrache, das ist ein schwach texturierter Drache. Also, komischer Kram. Ganz komisch. Wäre schön, wenn er wenigstens auch noch schwächer wäre, aber das ist er wohl nicht. Was habe ich hier jetzt irgendwas? Was ist wolkenlos? Himmel eigentlich? Ach so, stimmt, das war. Ich sollte mal den Zwergenbogen des Funkenschlags vielleicht ab und zu benutzen. Ach nee, guck mal. Ey, das ist echt... Was ist denn das? Ich peil's gerade gar nicht. Wieso und warum und sowieso. So, jetzt hier. Dann greif ich diesen Texturmatschhaufen mal an. Ey, das ist doch echt das... Also, habt ihr sowas schon mal erlebt? Hat das jemand von euch schon mal erlebt, dass ein Drache so aussah? Komplett matschig texturiert und was weiß ich was? Wir können uns ja nochmal anschauen gehen hier von vorne. Guckt euch das mal an. Ja? Das ist ein Matschhaufen. Einfach nur ein Matschhaufen. Hä? Ja, natürlich. Und jetzt laden die Texturen. Skyrim! Are you fucking kidding me? Kidding me. Also, das ist eine ganz komische Folge hier mal wieder geworden. Ganz kurios und ich verstehe auch nicht so genau. Also ich lass mal alles hier liegen so an Knochen. Hab mal wieder eine Drachenseele aufgenommen und bin kein Stück schlauer. Ich weiß nicht, was Skyrim uns alles noch so auftischen wird. Ich weiß nur, dass die Typen zu spät kommen. Und gegen Steine rennen. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Genau, deswegen hast du es auch nicht bekämpft. Bis zur nächsten Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe, euch hat diese Freakshow gefallen.